Hm? Weibchen mit Kind. Ja. Ich hätte das auch sehen können. Was sind die anderen beiden Leute aus diesem Clan? Ich hätte gerne... wirklich gerne das andere Weibchen noch gefunden. Weil mit dem können wir dann nochmal zwei Kinder zeugen. Kinder zeugen gesagt. Und dann können wir für die nächste Generation 6 Punkte auf bewahren, statt 4. Was bist du? Eine Schlange. Du bist wahrscheinlich einer von uns. Ja. Was ist die anderen beiden? Unser eine Typ hingelaufen ist. Müssen wir die Schlange mal vertreiben. Das gibt mir nicht mit Torek. Und Kommunikation. Oh, nice. Und wir haben hier wieder noch was zu identifizieren. Nom nom, Schnecke. Afrikanische Riesenschnecke. Oh. Normalerweise sind die Hominiden immer ein bisschen was anders platziert. Wenn man so. Bringen wir den Kleinen noch was zu essen bei. Und frisches Wasser. Dursten sollen wir ja auch nicht mitten hier in diesem Dschungel. Okay, was da oben ist. Eine Schlange. Irgendwas anderes. Das könnte dann das Wildschwein sein. Jungs, Mädels, überhaupt. Wir wollen hier von der Schlange weg. Das hier ist die Schlange. Ist hier oben in dem Tal noch irgendwo irgendwas? Ja, wir werden durchnässt, wer hätte das erwartet. Im Regen, im Dschungel. Was da oben ist, keine Ahnung, oder? Hoffe ich. Haben wir hier irgendwas zu essen, was wir mitnehmen können? Nein. Dann finden wir garantiert da oben irgendwas im Baum. Und dieses Spiel spielt. Ja, das ist definitiv mal anders. Das Spiel spielt sich recht gut mit
Controller. Vorausgesetzt natürlich, man trifft die Tasten. Was ist anderes? Ich will was zu essen. Mehr Tufte. Ein bisschen Tufte. Ein bisschen Tufte. Zwar gibt es hier in diesen Bäumen nichts zu essen, oder was? Warum lebt man hier oben, wenn es hier nichts zu essen gibt? Ja, das sind Feste, aber... Das gibt zumindest ein bisschen Intelligenz. Das Ding können wir auch nochmal irgendwie identifizieren. Kabakphasen kann. Das ist schon alles Kabakphasen. Gut, Kabakphasen gibt es hier definitiv. Zack. Ausgabe ist nicht gut. Ah, da ist ein Kokosnuss. Die könnte ich mir jetzt eigentlich mal knacken. Und wer hat jetzt das mit dem Ohrwurm drin? Ja, Kokosnuss, ja, Kokosnuss, okay. Bist du? Ich glaube schon. Jetzt bräuchte ich mal ein Steinchen. Weil, Wahnsinn! Mit einem Stein kann man Kokosnüsse kaputt machen. Das war jetzt irgendwie... nicht so optimal. Das sind mal zwei Stück. Ja, wo sind sie? Das eine. Ich will den Stein gar nicht wegwerfen. So. Ein Granitstein kann Kokosnüsse verändern. Tellus. Und wir sind jetzt ein führender Werkzeuganwender Stein, weil wir zweimal einen verwendet haben. Steine, bestes Werkzeug, genau. Bestes Werkzeug EU West oder so ähnlich. Aber der Gelegenheit. Wir können natürlich erstmal identifizieren, was wir da jetzt rausgeholt haben. Neue Nahrung, klingt unglaublich. So, wo ist jetzt unsere... glaube ich, das Männchen. Was ist jetzt? Das sah jetzt etwas seltsam aus. Stammesmitglieder bewegen sich doch gar nicht. Die kann man doch da oben. So, da haben wir das Bäuchchen.
Ah, ich würde mir eine sehr geile Idee. Nein, 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 nein. So, jetzt ist wieder. Es ist immer noch der falsche Button. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen friedlich, aber trotzdem mit der Tastatur und Keyboard stelle ich mir das immer noch ein bisschen schwieriger vor. Hört er da? Hoffentlich sind unsere Mitstammesmitglieder ein bisschen geschickter. Hey du! Magst du das hier? Ja, magst du. Einen vergifteten Außenseiter. Okay, warum warst du vergiftet? Nicht schon wieder. Muss ich dem anderen dann vielleicht auch eine Kokosnuss geben? Ich suche mal eine Kokosnuss, vielleicht hilft das ja. Die machen wir jetzt Palme. Ist da irgendwas dran? Sieht nicht so aus. Hier ist noch was. Das ist wieder und so, ist okay. Okay, ich kann mich hier noch nicht verändern. Okay. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir können auch erst noch schlafen gehen und danach nochmal vorbeikommen. Das würde ihn schon nicht umbringen, das Gift. Heute wird der Grüne dem hölzernen Pfad. Ja, das folge dem hölzernen Pfad. Ach, guck an, die ersten sind schon da. Ja, dann passt's ja. So, ich lade mal die beiden Sachen hier. Schau mal, was wir so machen können. Oh, wir können auch der Platzgang. Fand ich sehr wichtig. Wir haben Intelligenz. Was machen wir nochmal? Selbstbestimmung. Ja, sehr gut. Selbstbestimmte Clanmitglieder sind auch sehr geil. Dann können die nämlich Bedrohungssachen selber mitbekämpfen. Was sind wir denn da? Interorale Zeitdifferenz. Mehr Schall. Also mehr Hörvermögen ist auch sehr schön. Ersten Schritt, um Dinge in weiterer Entfernung zu holen. Interessant wird das da, weil damit können wir dann Dinge noch mit zwei Händen tragen. Ich will schlafen. Alle anderen wollen auch schlafen. Hoffe ich. Wasser und Nahrung. Okay.
Dann wird es mal Zeit, Wasser zu tanken und danach was zu essen. Und wieder eine Kommunikation. Perfekt. Sehr schön. Am Anfang geht das noch zack, zack. Gut. Auch sehr geil. Manchmal sind die Dinger nämlich auch verdorben. Aber gegen einen verdorbenen Wagen hilft viel Wasser. Damit hätten wir auf jeden Fall das Wasserproblem gelöst. Was wir natürlich auch machen können, ist die Dinger verändern. Ich weiß zwar nicht, was es macht, aber jetzt ist es auf jeden Fall etwas anderes. Jetzt ist es ein Stangerierstamm. Was auch immer man damit machen kann. Man kann ihn auf jeden Fall nicht anspitzen. Vielleicht. Halt. Wir wollten ja eine Kokosnuss abfangen. So. So, stellen das mal fallen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir da irgendwie wieder rüber zum anderen Bauer. Ja, wir können auch einfach runterfallen. Das ist nicht so geplant. Aber es hat funktioniert. Weil vielleicht willst du da drüben auch einfach nur... Ja, komm. Kontextmenü. Es gibt Stellen, an denen einfach nicht funktioniert. Stört aber nicht. Den wichtigen Hominiden haben wir ja schon. Das Weibchen. Du bist nämlich fruchtbar und du hast keinerlei Partner oder Kinder.